Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Visual Basic Ihre IP-Adressen anzeigen lassen können. Und zwar geht das Ganze zurück auf eine Forenfrage des Benutzers WinXPFreak, und zwar hat er hier gefragt, wie er in Visual Basic die IP mittels eines Buttons in einer Textbox anzeigen lassen kann. Da hat er auch ein Video verlinkt, das war eines von mir, beziehungsweise noch uns. Funktioniert so nicht mehr ganz, aber die Kommentare haben das dann in gewisser Weise auch bestätigt, dass das so nicht mehr geht. Und wie gesagt, jetzt hier eben der, ja, lassen wir es unter Remake laufen und dann eben noch gleichzeitig als Antwort auf die Frage von WinXPFreak hier. Okay, und hier nochmal der kleine Hinweis, falls Sie eine Frage haben sollten, das Forum steht immer offen. Gut, wir fangen an. Ich benutze hier die Visual Basic 2010 Ausgabe, unter 2008 geht's auch. Also wenn noch die alte Version haben sollte, keine Angst, da geht's auch noch. Also WinXPFreak möchte, beziehungsweise wir brauchen zum Ausführen, zum Auslösen des Ganzen einen Button und zum Ausgeben die Textbox. Und die mache ich jetzt etwas länger, denn in dieser Textbox wird dann auch noch mitunter eine IPv6 Adresse angezeigt werden, wenn denn das entsprechende Protokoll aktiv ist. Ansonsten geht es natürlich nicht, und in dem Fall ist es aktiv, deswegen mache ich es länger. Okay, da das jetzt nur ein Buttonklick ist, müssen wir hier doppelt auf den Button klicken und Folgendes eingeben. Ich mache das hier ein bisschen kleiner. Gut, es soll in der Textbox ausgegeben werden, deswegen schreiben wir mal textbox1.text. Dann Freizeichen gleich und jetzt der entsprechende Befehl, dass eben die IP angezeigt wird. Und zwar wäre das system.net.dns.gethostandry. Dann in Klammern system.net.dns.gethostname. Jetzt mache ich dieses Fenster wieder weg. Gut. Dann wieder zu. addresslist.getValue. Und dann in Klammern eine Zahl. Diese Zahl unterscheidet sich dann. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Und dann noch toString. So, das ist im Prinzip der komplette Code. Machen wir das ein bisschen übersichtlicher. Und bezüglich der Zahl hier, die IP-Adresse bzw. die Zahl hier ist der Source der entsprechenden IP-Adresse. Also wenn wir zum Beispiel 0 anwählen, dann wird die IP-Adresse der Netzwerkkarte 0 so gesehen abgerufen. Oder dann eben, wenn Sie, wie gesagt, mehrere drin haben, dann eben 1, 2, 3 und so weiter. In dem Fall ist jetzt hier die 0, können wir gleich mal zeigen. Ausführen. Button 1, dann kommt hier eine Adresse. Das ist die IPv6-Adresse. Ich habe mal den Command geöffnet, beziehungsweise die Konsole, und hier wäre dann die entsprechende IPv6-Adresse. Können wir mal abgleichen, ist genau die gleiche. Und das wäre jetzt hier in dem Fall von VirtualBox Host Only Network. Das ist hier eben auch drauf. Das wäre die IPv6-Adresse, steht da auch nebendran. Und diese IPv6-Adresse haben auch die meisten, oder ist auch im Video dann, in dem alten Video gezeigt worden, das kam meistens immer. Und den Fehler, der eben da dann von Ihnen, oder auch nicht Ihnen, je nachdem, wann Sie es anschauen, gemacht wurde, war, dass eben hier nur eine Zahl eingefügt wurde, oder die 0 hier geblieben ist und eben nicht durchgewechselt worden ist. Wenn wir das Ganze jetzt wieder schließen und statt der 0 den Wert von 1 beispielsweise abfragen, das Ganze wieder starten, dann kommt was anderes raus. Dann kommt keine IPv6-Adresse mehr raus, sondern dann kommt jetzt die IP raus. Und diese IP dürfte von VirtualBox die IPv4-Adresse sein. Ja, ist ja auch. Also hier unten von VirtualBox IPv4-Adresse wäre dann die 192.168.56.1 und das hier ist dann auch die 192.168.56.1. Wenn wir jetzt unsere PC-IP4-Adresse haben möchten, also die IP-Adresse, die von unserem PC aus ausgeht, dann müssen wir hier in dem Fall jetzt den zweiten Wert abfragen, in dem Fall die 2, wieder ausführen, wieder Button 1, und jetzt kommt hier die 2.101, und das ist die IP-Adresse, mit der ich dann praktisch am Router angeschlossen bin, hier oben, die 2.101, ist dann praktisch die, mit der ich, wie gesagt, am Router verbunden bin. Wenn Sie jetzt mehrere IP-Adressen noch ausgehen haben sollten, dann können Sie natürlich durchwechseln mit 3, 4, 5 und so weiter, aber je nachdem, wie viel Sie da eben installiert haben bzw. aktiv haben. Und wie gesagt, das ist eben der, ja, der kleine Trick oder der kleine Fehler dabei, den da viele gemacht haben aufgrund der vielen IP-Adressen, die so ausgehen von dem Computer. Okay, ich hoffe, das war's auch. Die Frage wäre dann damit beantwortet. Und wie gesagt, falls Sie Fragen haben sollten, dann schreiben Sie es ins Forum, wäre ganz gut. Ansonsten natürlich auch über E-Mail oder über Twitter, in gewisser Weise, da sind dann 140 Zeichen erlaubt, aber YouTube geht natürlich auch. Und ansonsten soll es das gewesen sein, bis zum nächsten Video und ciao.
Thank you.